Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung mit Dagmar Neubronner und Christina Rumpel. Christina, wir wollen heute an das Schicksal von Anna Rocke-Löhnhoff erinnern, der Hebamme, die ohne Bewährung seit Weihnachten 2016 im Gefängnis sitzt, mit der ich auch in Kontakt bin und die wegen Totschlags verurteilt wurde als Exempel, was statuiert worden ist. Man kann ja im Internet das Urteil einsehen. Und wenn man das Urteil liest, dann wird einem ja schon irgendwie schummerig und man denkt, oh ja, ach so war das, naja, aber hätte sie da nicht und so. Das Problem ist eben, dass dieses Urteil seinerseits einfach auch viele Dinge behauptet, die nicht belegt sind und sozusagen einfach es so hinstellt. Und ein Urteil ist eben ein Urteil, da kann man nicht redigieren oder auf Gegendarstellung klagen. Was waren deine Gefühle, als du das Urteil gelesen hast? Ich werde dann unter dem Video den Link zu dem Urteil auch angeben. Ja, also mich hat der Fall auf jeden Fall auch ganz arg bewegt und ja, ich wollte unbedingt genauer wissen, was dahinter steht, warum sie tatsächlich wegen Totschlags verurteilt wurde und habe das Urteil gelesen und habe ganz schnell gemerkt, allein an der Sprache und so, dass da ganz viel Emotionalität und Befangenheit schon fast dahinter steckt. Ja? Also, dass das eben nicht jetzt, finde ich, ganz sachlich abgehandelt wird, sondern man merkt in der Sprache, dass sie auch... Sie wird ja persönlich auch angegriffen in dem Urteil, finde ich, als Mensch und als Frau und als, was sie sich angemaßt hat und so weiter, wo sie eine Expertin und Fachfrau ist für Hausgeburten. Und da habe ich eben ganz schnell gemerkt, dass es da tatsächlich jetzt nicht um einen Einzelfall geht, sondern dass da eine ganze Berufsgruppe oder eine ganze Gruppe von Frauen, die sich halt eben auf die Fahne schreibt, einen alternativen Weg zu haben zur klassischen Geburtsmedizin, dass da irgendwie diese ganze Gruppe am Pranger steht. Wenn man sich das Urteil dann weiter anschaut, hatte ich schon, muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Eindruck, dass da vielleicht die ein oder anderen Dinge, wie man so schön sagt, suboptimal verlaufen sind, die man sich gewünscht hätte vielleicht, dass sie tatsächlich anders gehandhabt werden, aber das rechtfertigt für mich überhaupt nicht diesen Vorwurf des Totschlags, also dieses bewusst herbeigeführten Todes. Ja? Selbst wenn vielleicht Fehler passiert sein sollten, was ich bin ja keine Hebamme, nicht wirklich beurteilen kann, aber von meinem Gefühl vielleicht auch tatsächlich wahr, aber dann ist es doch eine Fahrlässigkeit oder was auch immer, aber doch kein Totschlag, ja. Okay, ja, das ist natürlich ganz klar und auch mit der Fahrlässigkeit. Also bin in Kontakt mit Anna, habe sie auch schon in Berlin im Gefängnis besucht, was mich sehr bewegt hat. Ich werde darüber auch noch etwas schreiben und sagen. Und wir schreiben uns, anders kann man sie ja im Grunde nicht erreichen. Es gibt die Möglichkeit für sie anzurufen. Man kann sie nicht anrufen, aber sie kann anrufen, wenn sie es rechtzeitig erfährt, dass wir jetzt gerade das Interview machen, wird sie auch versuchen, wenn sie die Möglichkeit hat, dazuzukommen telefonisch, sonst muss man das ein andermal machen. Aber es gibt ja auch Blogbeiträge und journalistische Beiträge, in denen sie eben sehr stark angegriffen wird in ihrer Unverantwortlichkeit. Und in ihrem letzten Brief an mich hat Anna dazu einiges geschrieben, was ich gerne mal auszugsweise eben vorlesen würde, weil es sich zwar auf einen Blogbeitrag bezieht, aber der Blogbeitrag im Grunde nur das Urteil zusammenfasst. Und das Urteil ist eben wirklich auch so formuliert, dass man schon denkt, ui, hui, 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 na ja, ne? Und sie schreibt dann eben, also woher will man wissen, dass ich seit vielen Jahren keine einzige von mir begleiteten Geburten in eine Klinik verlegt habe? Sondern ich habe eben seit Jahren keine Verlegung in das katholische Krankenhaus Unna initiiert, sondern stattdessen nach Herdecke, Hamm und Dortmund. Das berechtigt nichts zu der Annahme, die da eben einfach getroffen wird. Dann weist Anna darauf hin, wessen Entscheidung war es, nicht wie geplant in meine Praxis zu kommen. Das heißt, diese
diese Hotelgeburt, die da stattgefunden hat, war ja nicht von Anna als Hausgeburt oder Hotelgeburt geplant, sondern als eine Praxisgeburt oder Geburtshausgeburt. Und vollkommen überraschend für Anna haben sich die Eltern dann eben nicht gemeldet, als die Wehen losgingen, sondern erst zu einem Zeitpunkt und haben dann zwar telefoniert, aber immer signalisiert, ja, alles gut, du brauchst nicht kommen und so. Und dann erst irgendwann festgestellt, ja, wir können jetzt gar nicht mehr kommen und wir wollen das hier machen und so. Und das ist natürlich wirklich, wie du so schön sagst, suboptimal gelaufen, sehr suboptimal. Aber ich sehe nicht, dass da Anna ein Verschulden trifft, außer wenn man sagt, ja, man muss eben davon ausgehen, dass alle Eltern unverantwortlich handeln. Und da ist es tatsächlich natürlich so, dass Anna Rocke-Löhnhoff den Eltern, der Mutter vor allem, ein hohes Maß an Eigenverantwortung auch zuspricht und sagt, das ist die Geburt dieses Paares und dieses Kindes und dieser Frau und ich bin die Helferin und ich werde nicht versuchen, irgendjemanden zu etwas zu überreden. Ja. Diese bevormundende Einstellung, die sich bei Ärzten so eingebürgert hat, ja, dass man praktisch die Patienten so unter Druck setzt und ihnen so Angst macht und ihnen vollkommen die Eigenverantwortung abnimmt, ist ja etwas, was einerseits viele Patienten ganz angenehm empfinden, weil sie dann halt, ja, der Doktor hat gesagt und der Doktor hat und ja, der Doktor ist zufrieden mit mir und dann ist alles gut, auch wenn es mir schlecht geht. Viele geben sich damit zufrieden und fühlen sich dann eben sicherer, weil sie nicht selber die Verantwortung haben. Aber andererseits kann man das ja auch sehr stark anzweifeln. Und das ist eben eine Haltung, diese Eigenverantwortlichkeit, die sie den Müttern zuordnet, wo man sagen kann, ja, so ein Quatsch, die Mütter sind einfach sowieso alle blöd, ja, und unter der Geburt erst recht. Und das sieht sie eben anders. Und man muss ja auch sehen, dass sie zwar ein paar Todesfälle bei von ihr begleiteten Geburten hatte, bei aber über 6000 Geburtsbegleitungen ist das sogar unter dem statistischen Durchschnitt, was sie da hat an Todesfällen. Also das denke ich tatsächlich, wenn man erstmal hört, Geburtsort, Hotel, klingt natürlich sehr befremdlich. Ja? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich, wenn man dann weiß, okay, es war eigentlich eine Praxisgeburt geplant und wenn man dann noch weiß, dass eine Hausgeburt oder überhaupt eine natürliche Geburt, also ohne Interventionen, ja überhaupt nur möglich ist, wenn die Gebärende, die Frau, also in ihre Selbstverantwortung geht, in ihre weibliche Kraft kommt, dann ist es natürlich auch ganz, ganz, ganz logisch und nachvollziehbar, dass sie gesagt hat, ich vertraue der Mutter, ich stärke sie in ihrer Selbstwahrnehmung. Und sie hat die Mutter ja vorher auch kennengelernt und wird ja auch einen Eindruck bekommen haben von der Frau, dass sie eben weiß, was sie tut, sonst hätte sie ja dem Ganzen wahrscheinlich nicht zugestimmt. Insofern ist es auch wenn man weiß, wie natürliche Geburten ablaufen, ja, ist es eine innere Logik, auch die Frau zu bestärken in ihrer Wahrnehmung, ne, in ihrer Selbstverantwortung, weil anders funktioniert es ja gar nicht. Das ist in der Klinik, mag das anders sein, wenn man sowieso Plan B als Hauptoption im Kopf hat, nämlich, dass es eh dann in einem Kaiserschnitt endet, dann ist es steht die Selbstverantwortung der Mutter eher im Weg, ne? Oder anders ausgedrückt, viele Geburten in der Klinik laufen nicht natürlich ab, weil der Rahmen drumherum darauf angelegt ist, die Mutter eben in ihrer Selbstverantwortung zu schwächen eigentlich. Ja? Also nicht absichtlich, aber durch die ganzen Untersuchungen, durch die Wertung von außen, von den Ärzten, und von den Hebammen, auch durch die ganzen Wehenschreiber und so weiter, wird die Mutter ja von sich, also das, was sie fühlt und wie sie eigentlich in ihre Kraft kommt, abgelenkt. Ja? Und deswegen stoppen dann viele natürliche Geburten auch im Krankenhaus, weil sie eben, ja, das wollen etwas, das Kind soll entbunden werden, das heißt es ja schon. Ne? Also es soll von außen irgendwie rausgeholt werden. So. Natürliche Geburten verlaufen aber halt eben ganz, ganz anders. Wenn ich zu Hause alleine gebären will oder mit einer Hebamme, muss ich in diese Selbstverantwortung kommen. Dass sie das gestärkt hat, ist ja, das ist einfach ganz logisch, ja. Ja, genau. Das kann man ihr jetzt einfach nicht vorwerfen, weil das in der Natur der Sache liegt, ja. Also man sieht halt, finde ich, an dem Urteil ganz eindeutig, dass da auch wieder von außen auf den Prozess geguckt wurde, der eigentlich nur von innen heraus zu verstehen ist und der eine ganz eigene Dynamik hat, ja. Das ist ein komplexes Zusammenspiel von Mutter und Kind und begleitender Hebamme, ja. Das ist
ja, das fordert einfach ganz viel Vertrauen, ja, auch, dass es gut geht, und das lässt sich von außen eben nicht bewerten, ja. Das große Problem ist ja in dieser natürlich, in der neuen Geburtskultur, in der Forderung nach einer neuen Geburtskultur, dass wir auch eine neue rechtliche Grundlage eigentlich brauchen. Das sagen ja auch viele Ärzte im Krankenhaus. Ja, sie wissen, dass eine natürliche Geburt Vertrauen, Zeit, Ruhe und so weiter braucht. Und da ist alles, was Intervention ist, natürlich erstmal nicht förderlich. Sie müssen es trotzdem machen, weil im Fall des Falles, wenn irgendwas dann doch ins Stocken kommt oder so, müssen sie nachher nachweisen, was sie dagegen getan haben. So. Und wenn du dann auch der Arzt vor Gericht dann sagen musst, ja, er hat nichts gemacht, weil das immer noch das Beste ist, was man bei einer natürlichen Geburt machen kann, ne? Dann kommt er in Erklärungsnot. Dann heißt es, es war fahrlässig, er hat seinen Aufgaben nicht nachgekommen und so weiter. Aber das erfordert halt ein neues Verständnis von Geburt überhaupt, von den Zusammenhängen von Geburt. Und das ist zuallererst eben ein Begleiten, ein Beobachten, ein Vertrauen. Ja, da gibt es ja auch sowas wie Placebo und Nocebo. Ja, das weiß man inzwischen auch aus der Geburtshilfe. Wenn ich ständig davon ausgehe, dass sich irgendwas schrecklich entwickelt, dass die Geburt irgendwie tödlich verlaufen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Komplikationen eintreten, auch sehr, sehr hoch. Weiß man inzwischen. Ja, aber all das spiegelt sich in diesem Urteil ja überhaupt nicht wider, sondern da denkt man immer noch, erstens, zweitens, drittens, muss abgehakt sein. Das hat sie alles nicht gemacht, deswegen. Genau, und sie hat eben auch, das war ihr auch noch ganz wichtig, geschrieben, im Urteil wird ja unterstellt, dass sie eben aus ideologischen Gründen den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen habe, und dass sie auch der Ansicht sei, klingt eben in diesem Blog von einer Journalistin namens Frau Imlau an, dass sie eben findet, naja, bevor das Kind behindert ist, ist es vielleicht besser, es stirbt, so ungefähr, ja. Und dazu schreibt sie eben, die Unterstellung, dass ich ein behindertes Leben für nicht lebenswert erachte, schmerzt und steht im vollendeten Widerspruch zu dem, was ich lebe. Gerade für die sogenannten Behinderten habe ich mich eingesetzt, weil sie uns helfen, unsere eigenen Behinderungen anzunehmen. Und sie hat ja auch selber einen behinderten Sohn, der aber eben nicht, wie auch in diesem Blog behauptet wird, behindert geboren wurde, was ja im Grunde nicht so wichtig ist, aber der war eben eine Frühgeburt und hatte dann eben am 6. Tag nach der Geburt eine Hirnblutung, weil bei diesem, ja, ihr eigenes Kind wurde ja auch behindert geboren, also eins von dreien, schwingt so mit, sie kann es ja selber nicht, und da ist ja auch schon was schiefgelaufen, so ungefähr. Ja, oder hat jetzt einen Horror vor behinderten Kindern und deswegen lieber totgeburten oder so. Also das ist ja eine Unglaublichkeit eigentlich, ja. Ganz genau. Und sie schreibt eben, als Geburtshelferin muss ich damit rechnen, dass mir der Tod eines Babys begegnet. Das heißt nicht, dass ich dies billigend in Kauf nehme. Diese Bemerkung lässt mich innerlich zittern vor Trauer und Wut. So. Und sie hat zu mir auch gesagt, ihr Fehler war, dass sie vor Gericht, weil sie eben an einen Rechtsstaat glaubt, ja, und geglaubt hat zumindest, das sieht sie inzwischen dann auch natürlich kritischer, dass sie nicht einfach nur geschwiegen hat, sondern diese Überzeugung und dieses Differenzierte, dass sie natürlich alles tut für das Überleben eines Kindes, dass es aber auch eine, dieses völlige Ausblenden von der Möglichkeit und so weiter, dass sie das auch falsch findet und dass sie da eine gewisse Gelassenheit an den Tag legt. Das heißt doch nicht, dass sie sagt, ach na ja, jetzt habe ich irgendwie keine Lust, auf das Baby kommt es jetzt nicht an oder so, sondern dass sie alles dafür tut. Und ich weiß auch, dass jetzt in ihrer Haft das Schrecklichste für sie tatsächlich ist, dass ihr behinderter Sohn, der inzwischen natürlich auch schon über 30 ist, inzwischen Psychopharmaka verabreicht kriegt, weil er so beunruhigt ist, weil er nicht versteht, wo seine Mutter ist. Er war sonst eben regelmäßig an Wochenenden, er lebt in einer Einrichtung und war dann eben an Wochenenden zu Hause. Und auf einmal ist die Mutter weg und dass sie jetzt im Gefängnis sitzt und so, das kann er eben alles gar nicht verstehen. Und das ist für sie in ihrer Haft eigentlich die größte Belastung. Sie hat gesagt, das empfindet sie als Folter, ne? Und das ist eigentlich das Schrecklichste, abgesehen davon, dass sie über 70 sein wird, wenn sie wieder rauskommt, wenn sie tatsächlich die ganze Strafe absitzen muss und natürlich auch eine Familie hat und einen Partner und alles und es einfach nicht nachvollziehbar ist. Was mich dann noch sehr bewegt hat, ist, ich habe einfach spaßeshalber eines der einflussreichsten
soll man sagen, Verleumdungsportale, nämlich Psiram.com, habe ich mal geguckt, ob da das Stichwort Anna Röcke-Löhnhoff vorkommt. Und siehe da, sie hat keinen eigenen Eintrag, aber sie kommt vor, sie wird erwähnt in einem Beitrag über Hausgeburten. Und haben schon mehrere Menschen, die auch einen Eintrag in diesem Verleumdungsportal haben, ich ja auch, gesagt, sie gehen davon aus, weil die auch so international agieren und weil sie so einen ganz, ganz deutlichen Fokus haben, gegen alle zu schießen, die irgendwie mit natürlicher, ganzheitlicher, alternativer, nicht klinischer, nicht schulmedizinischer, nicht pharmazeutischer Medizin zu tun haben, dass das wahrscheinlich von der Pharmaindustrie finanziert wird, dieser Blog, der ja auch immer unglaublich weit oben ist. Bei mir war es eine Zeit lang so, dass noch bevor meine eigene Webseite erschien, noch drüber war dann dieser Psiram-Blog. Ach komm. Und in dem Artikel über Hausgeburten steht eben, das würde ich jetzt gerne mal teilen, indem ich meinen Bildschirm freigebe. Moment. Ich mache das mal so, dass es vielleicht dann so ein bisschen geteilt ist. So, probieren wir das mal. Kannst du das jetzt sehen und bin ich noch zu sehen oder sind wir dann auch zu sehen, während wir uns darüber unterhalten? Also ich sehe deinen Bildschirm jetzt, ja. Okay, super. Da ist eben dieser Artikel über Hausgeburt und da werden dann eben sehr, sehr krasse Aussagen getroffen, wo zum Beispiel gesagt wird, die Studienlage, da wird also hier unten zitiert, zur Sicherheit der Hausgeburt, dass einfach ständig, dass die Ergebnisse verzerrt dargestellt werden und dass es in Wirklichkeit kein höheres Risiko gibt. Zwar, aber das ist alles nur eine Verzerrung, weil ja nur die allerfittesten und allergesündesten Frauen sich für eine Hausgeburt entscheiden. Und dann hieß es eben, und dann wurde eben gesagt, Daten aus den USA zeigen, dass die Sterblichkeitsrate von Neugeborenen bei Hausgeburten insgesamt etwa doppelt so hoch ist wie bei Geburten in Kliniken. Ich guck mal, ob ich das jetzt gerade finde, diese Studie. Ich bin dann eben den Links mal nachgegangen. Da steht eben als Ergebnis, keine signifikanten Unterschiede wurden gefunden zwischen geplanter Hausgeburt und geplanter Krankenhausgeburt, denn das muss man ja vergleichen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn Sie geplante Hausgeburt, Krankenhausgeburt sagen, dass Sie dann alle Fälle rausgerechnet haben, wo eine Notaufnahme erfolgte. Und es ist ja so, dass fast, also die allermeisten Mütter ja eine Krankenhausgeburt planen, und dann da auch angemeldet sind. Und wenn dann aber 3 Wochen vor dem Geburtstermin auf einmal die Fruchtblase platzt und sie notfallmäßig ins Krankenhaus kommen, dann ist das natürlich alles rausgerechnet. Ja? Man weiß ja, mit der Statistik und mit der Bibel kann man alles beweisen. Hier ist eben auch wieder eine weitere wirklich sehr große Studie, wo eben auch wieder das Ergebnis kommt, dass es eben, also die Interpretation, ich übersetze es mal eben, die geplante Hausgeburt, die durch eine zertifizierte Hebamme begleitet wurde, konnte in Zusammenhang gebracht werden mit ganz niedrigen und vergleichbaren Raten von Geburt um den Geburtszeitpunkt herum und reduzierten Raten von geburtshilflichen Eingriffen und anderen ungünstigen Geburtsergebnissen verglichen mit der geplanten Klinikgeburt. Das heißt, all diese Sachen wie Dammriss, Dammschnitt, Komplikationen sind bei Hausgeburten deutlich seltener. Man weiß natürlich nie, das muss man auch aufrichtigerweise sagen, diese Daten sind alle nicht vergleichbar, nicht wirklich. Und das möchte ich hier als letztes dann eben nochmal zeigen im Ärzteblatt.de. Das ist auch eine der Veröffentlichungen, die da zitiert wird mit so einem Link, wo man, wenn man bei Psiram den Text liest, denkt, oh Gott, wirklich? Und wenn man dann dem Link nachgeht,
steht da eben, geplante Hausgeburt so sicher wie Entbindung in der Klinik. Und zwar, das ist echt ein Skandal, oder? Dass das so vernetzt wird, ja? Also das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja, das ist wirklich raffiniert, aber das ist deren Prinzip und das machen die wirklich sehr, 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 sehr gekonnt und geschult und mit viel Erfahrung. Also eine geplante Hausgeburt war in einer prospektiven Kohortenstudie des Canadian Medical Association Journal, also wirklich Schulmedizin hoch drei, nicht mit einem Anstieg der perinatalen Mortalität verbunden. Die Rate geburtshilflicher Interventionen war sogar deutlich niedriger. Ja? Und dann wird hier eben geschrieben, Hausgeburt ist nicht nur in Deutschland umstritten, bla bla bla. Und dann eine wissenschaftliche Antwort in Form einer randomisierten, das heißt einer Zufallsstudie, wo man also eine einheitliche Gruppe von Müttern auswählt und die dann per Zufall in zwei Gruppen teilt und die einen kriegen ihr Kind zu Hause und die anderen kriegen ihr Kind in der Klinik, was natürlich auch wiederum Quatsch wäre, weil man muss es ja selber bejahen, diese Hausgeburtsdings. Schreiben Sie eben, wird es wohl niemals geben, eine solche Antwort, denn welche Schwangere würde sich per Losverfahren vorschreiben lassen, wo sie ihr Kind zur Welt bringen? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und zu Frau Anna Rocke-Löhnhoff schreibt Psiram eben, im Oktober 2014 wurde die deutsche Hebamme Anna Rocke-Löhnhoff vom Landgericht Dortmund wegen Totschlags zu 6 Jahren und 9 Monaten ohne Bewährung und einem lebenslangen Berufsverbot verurteilt. Das stimmt leider. Das Urteil wurde 2016 vom Bundesgerichtshof bestätigt. Stimmt leider auch. Zusätzlich Zahlungen an die Eltern in fünfstelliger Höhe. Und dann steht hier, bei mehreren von Rocke-Löhnhoff zuvor begleiteten Hausgeburten waren Kinder tot oder schwerstbehindert zur Welt gekommen. Das stimmt natürlich, aber das zeigt wieder diese Infamität, weil sie hat über 6000 Geburten begleitet. Natürlich sind dabei auch tote und schwerstbehinderte Fälle aufgetreten. Das ist doch vollkommen normal. Das wollte ich vorhin schon sagen, als wir über das Urteil geredet haben. Ich verstehe auch als Nicht-Juristin auch überhaupt nicht, was die ganzen anderen Fälle davor da mit dem jetzt wirklich verhandelten Fall zu tun haben. Ne? Weil das ist doch wirklich eine Allgemeinheit, Weisheit, dass natürlich bei einer Geburt auch Komplikationen auftreten können, dass das eben an der Grenze ist zu Leben und Tod. Ne? Das ist ja auch spirituell eben, da kommt ja ein neuer Mensch, das ist der Anfang und das Ende vom Leben. Ja? Also da sind die Grenzen eben offen und es kommt immer mal wieder leider zu Totgeburten oder auch in der Schwangerschaft, dass Kinder schon sterben. Das gehört eben zum Leben dazu. Und wir leben ja nur in einer Welt, wo wir das nicht mehr tolerieren wollen und können, dass eben der Tod auch zum Leben gehört, ja. Nur das Ding ist, wenn im Krankenhaus ein Kind totgeboren wird, ja, dann ist es ja Schicksal gewesen, weil da waren ja alle Geräte, da hätte man ja was tun können und die Ärzte hätten ja auch alles getan, wenn sie nicht fahrlässig handeln, dann hätte man das Kind auch retten können und wenn das nicht geklappt hat, dann war es eben Schicksal, ja. Wenn es aber eine Hausgeburtshebamme macht, ja, dann war es eben ihre Ideologie, ihr Verschulden und so weiter, ja. Also, ja. Das ist genauso wie beim Freilernen. Die Kinder, die zur Schule gehen, da wird es als normal und akzeptiert und akzeptabel. Ja, oder naja, man sollte vielleicht mal was verbessern. Aber im Prinzip ist es eben so, dass da 25% der Hauptschulabgänger nicht funktional wirklich lesen und schreiben können. Aber wenn Freilerner mal spät lesen lernen oder so, da heißt es sofort, ja, guck man sich das mal an. Und das ist einfach eine doppelbödige Moral. Dann steht dann eben bei Psiram, die Schuld dafür wies sie jedes Mal von sich. Ja, logisch. Also es ist einfach so, aber es ist einfach sehr, sehr raffiniert gemacht. Und ich finde das schön, wenn wir diesen Text einfach mal kritisch lesen. Denn es geht mir selber auch so, wenn ich solche Artikel lese, dann denke ich im ersten Moment, oh Gott, ja, bin ich vielleicht doch ganz dumm und alles, was ich denke, ist falsch. Und wenn man dann genau hinguckt und wenn man sich die Zeit nimmt, den Links zu folgen, um genau zu lesen, dann merkt man einfach, wie raffiniert das eben gestrickt ist. Ne? Die Schuld am Tod des letzten Kindes versuchte sie den Eltern zuzuschieben, die sie angeblich zu einer Hausgeburt genötigt hätten. Ja, genau so ist es. Das schreibt sie ja auch nochmal in ihrem Brief und das geht auch aus dem Bericht
der im Urteil aufgenommen ist, ja eindeutig hervor, dass geplant war, dass es in ihrer Praxis stattfinden sollte und dass die Eltern von sich aus einfach im Hotel geblieben sind und sie erst zu einem Zeitpunkt um Hilfe gebeten haben, wo sie dann sie aufgefordert hat, in die Praxis zu kommen und es dann aber schon so spät war, dass die Eltern es nicht mehr hingekriegt haben, weil die Frau schon solche Schmerzen hatte. Das ist aber nicht ihr Verschulden. Im Gegenteil, man kann sich wirklich über die Eltern aufregen. Ja. Nee, und man kann sich da über was ganz was anderes aufregen, weil unser Problem in Deutschland, ja, sind ja im Moment nicht die Hebammen, ja, die Frauen zu Hausgeburten nötigen oder Mütter, die Hebammen zu Hausgeburten nötigen, sondern diese katastrophale Situation der Geburtshilfe, die Frauen, ja, die selbstbestimmt in der weiblichen Kraft gebären wollen, zu Alleingeburten genötigt werden, ja, weil sie eben keine Hebamme mehr finden, die diese Verantwortung übernimmt, aufgrund auch solcher Urteile, ja, weil sie Angst haben, dann auch im Gefängnis zu landen, ja, weil wir neue Haftungsvorschriften haben, ja, dass also eine übertragene Geburt muss dann von einem Arzt kontrolliert werden, auch für eine geplante Hausgeburt ist es dann nicht mehr möglich. Und eine Frau, die sich aber eine Hausgeburt wünscht, ja, die einfach fühlt, dass es für sie das Richtige ist und für ihr Kind, die muss dann praktisch in so einem rechtsfreien Raum mehr oder weniger alleine gebären. Und es gibt immer mehr Frauen, die tatsächlich alleine gebären, aber nicht, weil sie schon immer alleine gebären wollten, sondern weil sie für sich keine andere Wahl mehr sehen, ja, weil sie keine Hebamme mehr finden oder in der Klinik dann eingewiesen werden, wenn sie zu einer Hebamme gehen. Ganz genau. Der nächste Satz ist dann, die Komplikationen bei einer Beckenendlage bezeichnete sie als schulmedizinische Propaganda. Und dazu muss man eben wissen, dass Anna Rocke Löhnhoff seit Jahrzehnten die Kompetenzträgerin für natürliche Geburten auch in sogenannten schwierigen Fällen ist und dass sie eben sich so intensiv damit befasst hat. Sie kennt all diese alten Hebammengriffe noch. Sie weiß, wie man ein Kind entwickelt, wie man ein Kind noch zur Drehung veranlassen kann. All diese Dinge, was die jungen Hebammen kaum noch und die jungen Ärzte überhaupt nicht mehr lernen. Ja. Da wird immer, und zwar, wie du richtig sagst, aus versicherungstechnischen Gründen, wird immer sofort auf Nummer sicher und Nummer sicher geschaltet, indem eben dann die Apparatemedizin eingesetzt wird, damit man, selbst wenn was schief geht, immerhin sagen kann, ja, wir haben ja alles getan. Denn das Dogma ist, je Apparat und je Eingriff, desto gut, desto sicher. Anna hat mir auch im Gespräch gesagt, niemand betrachtet zum Beispiel jetzt beim Blick auf den Kaiserschnitt, der ja jetzt so propagiert wird, dass da eine schwer verletzte Frau zurückbleibt. In jedem Fall, selbst wenn alles wunderbar läuft. Ja. Das ist also eine derartige Verschiebung. Und wenn ich das mal kurz sagen darf, also da bin ich da neulich drüber gestolpert. Also die natürliche Geburt ist in der Ausbildung der Ärzte immer noch nicht Pflichtbestandteil. Ja? Also die werden ausgebildet auf Komplikationen erkennen, im Notfall eingreifen und so weiter. Ja? Wie man Geburten dann, die Komplikationen haben, wieder in Gang bringt und all das, ja, was ja auch ganz wichtig ist und so. Ja, aber sie sind eben keine Experten für natürliche Geburten. Dafür haben wir ja die Hebammen. Ja? Und wenn Anna Rocke Löhnhoff da eben jetzt Expertin und Fachfrau ist, für genau auch komplizierte, also wie Steißlage und so weiter, Geburten zu entwickeln, weil sie dieses alte Wissen noch hat, ja, da finde ich das, also ich finde das auch unerträglich, dass man ihr dann genau dieses alte Wissen vorwirft, ja, wo sie es in zig Fällen ja gezeigt hat, dass es geht, ja, dass es möglich ist. Und nur weil die Ärzte nicht mehr wissen, wie es geht, ja, ist es ja noch lange nicht verantwortungslos, im Gegenteil. Ganz genau. Und dieser Satz, der jetzt in diesem Kontext, wenn man eben diesen Artikel liest, dann denkt man, na ja, und wenn man den genau liest, was ja eigentlich aussagt, also dieses Zitat aus dem Urteil, den Inhalt ihrer Veröffentlichung kann man teilweise so verstehen, dass ein ihr natürlich grundsätzlich unerwünschter Tod eines Kindes im Rahmen eines Geburtsvorgangs vor dem Hintergrund einer Einstellung, dass Tod und neues Leben zusammengehören und auch Geburt und Tod zusammenfallen können, als tragischer Ausgang im Einzelfall und als schicksalhaftes Geschehen im Rahmen eines natürlichen Vorgangs zu akzeptieren sei. Jetzt frage ich dich, vielleicht bin ich ja nicht in der Lage, funktional zu lesen, was ist an diesem Satz falsch? Tod und neues Leben
können zusammengehören. Geburt und Tod können zusammenfallen. Und man muss, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, ob bei Hausgeburt oder bei Klinikgeburt, als tragischen Ausgang im Einzelfall und als schicksalhaftes Geschehen im Rahmen eines natürlichen Vorgangs akzeptieren, dass manchmal Kinder tot zur Welt kommen oder im Zuge des Geburtsvorgangs sterben und sogar Mütter. Ja. Und daraus zu drehen, dass sie findet, ach na ja, das macht doch nichts. Das ist einfach eine Aussage, die ist in sich absolut stimmig und richtig. Und jeder, der nicht vollkommen in einer Verdrängungs-, ich weiß überhaupt nicht, wer dieser Grundaussage, ja, das stimmt, sowas kann passieren und das ist tragisch und man muss es letztlich akzeptieren. Es hat keinen Sinn, sich dagegen aufzubäumen. Was ist daran falsch? Aber hier wird es so zitiert mit dem Ton, na ja, jetzt riecht doch nicht so auf, da ist ein Kind gestorben, na und? Ja, wenn man Anna Rocke-Löhnhoff kennt und ich habe sie ja interviewt und ich glaube, in diesem Interview wird auch sehr schön deutlich, was es für eine hochsensible und gefühlsreiche Frau ist. Das ist einfach, da wird jemand wirklich, wirklich in seiner Persönlichkeit zutiefst verleumdet und gekränkt. Also ich mache jetzt mal hier die... Also eine Hebamme setzt sich ja immer für das Leben ein, ja? Also und auch jede Mutter, die gebärt, ja? Auch wenn sie sich für eine Hausgeburt entscheidet, die macht das doch immer, weil sie das Beste für sich und ihr Kind will. Und das finde ich auch immer so unerträglich, auch bei den Frauen, die sich für Hausgeburten entscheiden, dass die da so als verantwortungslos hingestellt werden und so weiter. Es geht doch, nimmt doch keine Mutter, die bei klarem Verstand ist, sage ich jetzt mal, das Risiko in Kauf, dass ihr Kind vielleicht sterben wird. Wenn sie, also sie macht es doch nur, weil sie ganz fest davon überzeugt ist, weil sie es fühlt, weil sie sich informiert hat, weil sie ganz klar bei Verstand ist, dass das der beste Weg für sie und ihr Kind ist. Also das finde ich immer so schlimm, dass man auch Mutter und Kinder gegeneinander so ausspielt und ja, als ob dann die Mütter, die zu Hause gebären, ob es denen letztlich egal ist, ob ihr Kind gesund auf die Welt kommt oder nicht, das ist ja eine, also unmöglich, ja. Auch diesen Satz, den du da zitiert hast nochmal, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Wir müssen einfach, es ist für viele, viele, viele Menschen inzwischen unvorstellbar, diesen Satz zu denken und zu fühlen, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja? Es ist so, wir werden alle sterben und es heißt aber noch lang nicht, dass es uns egal ist, ja, wie viele Menschen auf der Erde sterben oder wann, unter welchen Umständen und wie. Das hat ja mit dem einen, mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber die Akzeptanz des Todes ist ganz wichtig, um dann eben auch angstfrei entscheiden zu können und dann nicht eben ideologisch verbrämt aus Angst heraus eben nicht, ne, zur Hausgeburt zu gehen, sondern sich ja klein zu machen, sage ich jetzt mal in der Klinik oder auch in anderen Fällen. Es gehört ja zur Freiheit dazu. Ich muss mich dem Tod ja irgendwo stellen, um auch wirklich selbstbestimmt handeln zu können. Ja. Ja, das ist wirklich... Und ich meine, ja, die Ärzte, das ist halt ein Teil des Selbstverständnisses der Ärzteschaft ist ja, es gibt ja den Ausspruch Götter in Weiß. Ärzte meinen ja, gerade jetzt mit der Technik im Hintergrund, sie stehen außerhalb. Sie sind stärker als der Tod, ja. Sie können in vielen Fällen ja Menschen wieder zurückholen und so weiter. Aber letztlich müssen sich auch die Ärzte ja diesem Lebenskreislauf irgendwann stellen, dass jeder Mensch irgendwie stirbt. Ja. Und wir sehen es ja zum Beispiel am Ende des Lebens, muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, wo diese Ausblendung von Tod und dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen des natürlichen Sterbens auch am Ende des Lebens zu unwürdigen, unmenschlichen Sterbeprozessen führt bei alten Menschen oder auch bei Menschen im Koma oder wie auch immer, also wo man einfach noch mit der Gerätemedizin sozusagen das Leben krampfhaft halten will, ja, wo man sich wirklich fragen muss, ist das jetzt noch wirklich im Interesse des Menschen, der da im Sterbeprozess ist und auch der Angehörigen, ja, wo einfach krampfhaft das gehalten wird. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man die Leute da in den Tod treiben will, sondern da geht es um einen verantwortlichen Umgang mit Leben. Ja. Ganz genau. Und diese Fixierung auf die Apparatemedizin ist einfach ein ganz großes Vorzeichen, unter dem alles steht und was im Grunde die inneren Prozesse, die in solchen Extremsituationen ablaufen können, ja, dass man wirkt, dass eine Frau während der Geburt wirklich über sich hinaus wächst. Und ich denke, jede Frau findet hinterher, wow, das
Das war aber jetzt, jetzt bin ich eine andere. Ja? Ja. Und dass diese, durch die Apparatemedizin werden diese Wachstumsprozesse zum Teil auch abgebrochen. Ich habe so viel mit Frauen zu tun, die zutiefst verletzt und frustriert eigentlich sind, weil man ihnen nicht ermöglicht hat, beziehungsweise sie selber sich nicht den Raum schaffen konnten, eine natürliche Geburt zu machen, weil eben ja in der Klinik mittlerweile über 30% der Geburten dann als Kaiserschnitt. Ja, und nur noch 8% sind überhaupt natürlich, also ohne Intervention von außen. Nur noch 8% der Frauen erleben eine natürliche Geburt aus der weiblichen Kraft, aus ihrem Kraftzentrum heraus. 8%. Wahnsinn. Also bei Klinikgeburten. Bei Klinikgeburten, ja, ja. Hm. Der Rest hat eine Weheneinleitung, hat ein Schmerzmittel bekommen, hat sonst irgendwas, was halt dann die Geburt beeinflusst. Ne? Ganz genau. Und das ist eben immer dieses Prinzip, was sich in unserer gesamten Gesellschaft durchzieht. Sicherheit vor Freiheit. Und der Einzelne wird immer mehr eingeschränkt in dem, was er tun kann, ja, und darf. Zu seiner Sicherheit natürlich nur. Und die Entscheidung darüber wird ihm immer mehr entzogen. Und all die Wege, die eben jemand wie Anna Rocke Löhnhoff pflegt und auch weitergegeben hat und weswegen sie eben auch dann natürlich so in den Fokus gerückt ist und dass sie jetzt so wirklich als Paradebeispiel mit einer so hohen Gefängnisstrafe und Totschlag und Verlust der Approbation und also Vernichtung ihrer Existenz im Grunde vorgeführt wird, das hängt eben damit zusammen, dass sie die Kompetenz für den anderen natürlichen Weg hatte und lehrte und weitergab. Ja, und das möchte ich gerne noch ergänzen, weil ja immer heißt, es ist ideologisch. Ne? Also es ist natürlich eine Haltungsfrage, ob ich Technik gut finde oder eher den natürlichen Weg bevorzuge, grundsätzlich im Leben. Ja? Das, aber im Falle von Geburt ist der natürliche Weg einfach der Normalfall und es ist ein innerer Prozess. Ne? Es ist eben einer, der verlangt, wenn er normal laufen soll, natürlich, dass sich die Frau nach innen richtet, dass sie nach innen schaut, dass sie ihre Kraft innerlich entfaltet. Ja, das kann ich nicht durch Geräte im Außen. Ja, das widerspricht sich einfach. Und deswegen ist es keine Ideologie, sondern eine Notwendigkeit, die im Geburtsgeschehen ja liegt. Und das weiß auch jeder Experte, der sich mit Geburt beschäftigt. Und deswegen sage ich ja auch, dass ein krankes System im Moment hochgehalten wird, ja, weil sich damit eben diese ganze Gerätemedizin finanzieren lässt. Aber das wird auf dem Rücken von Frauen und Kindern und exemplarisch jetzt auch bei Anna Rocke Löhnhoff ausgetragen. Ganz genau. Ja, das ist sozusagen unser Beitrag. Jetzt, wir werden auch immer wieder und ich werde auch immer wieder aktuelle Dinge über Anna Rocke Löhnhoff berichten, denn sie wird jetzt wirklich eben noch auf Jahre hinaus unabsehbar. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht so lange im Gefängnis bleiben muss, wie das Urteil lautet. Aber man weiß es nicht. Sie hatte auch gehofft, in Berlin ist die Lage so, dass ein Teil der Leute, die zu einer Haftstrafe verurteilt sind, ihre Haftstrafe gar nicht antreten müssen, weil die Gefängnisse so überfüllt sind. Aber für so jemanden ist natürlich immer Platz. Nein, oder? Echt? Und sie hat mir erzählt, als ich sie besucht habe, hat sie gesagt, es ist erstaunlich, wie viel ältere Frauen im Knast sitzen. Hätte sie nie gedacht, offensichtlich wehren die sich am wenigsten oder so. Und sie sagte mir, alle Fälle, die sie da sieht, also die sie kennt, lernt die natürlich kennen da jetzt auch im Gefängnis und strahlt da natürlich auch ihr Wesen aus. Sie sagt, eine Frau, da finde ich, die bräuchte eine gute psychiatrische Unterstützung. Die ist wirklich krank. Und bei allen anderen sind einfach ein paar Sachen dumm gelaufen. Und fast immer geht es um Geld. Ne? Das ist bei ihr ja nicht. Sie ist im Grunde eine politische Gefangene, wenn man so will, oder eine ökonomische für die Segnung der Apparate und Pharmamedizin. Aber ja, sie ist ungebrochen. Dies muss man auch mal sagen. Sie nimmt das mit einer bewundernswerten Haltung und guckt natürlich auch bei sich, was bedeutet das jetzt für mich? Wie kann ich aus diesem
zwar verständlichen, ich soll fertig gemacht werden und so weiter, aber das nützt ja nichts. Wie kann ich daraus für mich Sinn entwickeln, ja? Und Sinn herstellen aus diesem sinnlosen, zerstörerischen Akt ihrer Inhaftierung. Und so wie ich das sehe, geht sie eben nach innen und geht mit sich in Prozess und wird daran nicht zerbrechen, sondern wachsen. Das ist die gute Nachricht. Ich danke dir, Christina, dass wir darüber reden könnten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.